Startläufer Fred Kammerer. Daneben auf der Bahn 4 die Staffel des Leichtathletikverbandes Deutschland U20 Startläufer Christian Juka Mathiesen. Hier an Position 2 der dritte der deutschen B-Jugendmeisterschaften aus dem letzten Jahr. Das war auch hier Jena, also er kennt sich hier aus. Bahn 4 dann. Bahn 4 auch vorgestellt, Bahn 5 dann die erste Staffel. Männer DLV Startläufer Julian Reuss aus Erfurt. Auf der 6 die zweite Mannschaft des Deutschen Leichtathletikverbandes, Lukas Jakubczyk als Startläufer. Und dann die Bahn 7, die Staffel der LG Nord-Berlin. Hier beginnt Nils Schnurbusch über 4x100 Meter. Achtung, Start! Die DLV-Staffel bei der Europameisterschaft in Barcelona auf dem Bronzerang. Zwei Athleten auch wieder hier mit dabei. Und jetzt kriegt den Start Martin Keller, er war in Barcelona. Und auch der Läufer Nummer 3, Alexander Kosenkov, kriegt den Start jetzt nach dem nächsten Wechsel. Bahn 5 und 6, das sind die beiden Staffeln des Deutschen Leichtathletikverbandes. Die DLV Staffel 1 in 39,03.